Warteschlange in Venezuelas Hauptstadt Caracas. Vor den Botschaften Italiens, Portugals und Spaniens herrscht täglich Andrang. In der Vergangenheit war der südamerikanische Staat Einwanderungsland. Nun wollen viele nach Europa. Wir erhoffen uns günstigere Berufsaussichten und allgemein ein besseres Leben. Die Kriminalität hier ist ein weiterer Grund. In den vergangenen 10 Jahren haben 200.000 Venezolaner das Land in Richtung Spanien oder Italien verlassen, unter anderem wegen politischer Spannungen und Gewalt. Viele haben weit entfernte Verwandte in Europa aufgespürt, andere versuchen, ein Studentenvisum zu bekommen und dann in Europa zu bleiben. Ich will so nicht leben. Venezuela ist gefährlich. Ich suche neue Chancen und bin neugierig. Die politische Lage in Venezuela ist beunruhigend. Jeden Tag haben wir weniger Freiheiten. Jeder kann jeden Moment betroffen sein. Maria Rosa Honorato bewirbt sich um die italienische Staatsbürgerschaft. Nach ihrem Vater wollen nun auch sie und ihr Sohn einen Pass. Wir haben jetzt alle Unterlagen zusammen. Das war sehr aufwendig. Wir mussten alle Dokumente übersetzen lassen. Das war sehr teuer. Maria Rosa Honorato will sich noch Zeit lassen, bis sie Venezuela verlässt. Doch allein die Gewissheit, jederzeit ausreisen zu können, lässt sie ruhiger schlafen.